Guten Tag, verehrtes Publikum, zu einem wahrscheinlich sehr kurzen Teil aus der Reihe Unscharf und schlecht beleuchtet. Hier begleitet die Kamera uns beim Bau eines preußischen GML. Da gibt es im Carstens, im Band mit den gedeckten Güterwagen, ein Foto, auf dem ein solcher Wagen zu sehen ist. Der entspricht im Wesentlichen dem zweiachsigen gedeckten Güterwagen nach Musterblatt 2D8, also das ist ja der Pico-Wagen, auch wenn es ihn als G Kassel noch gibt. Und bei genauer Betrachtung des Bildes, es ist zwar eine Schrägaufnahme, aber trotzdem kann man das mit den normalen Bauarten vergleichen, liegen also die Achshalter schon im Verhältnis zu der richtigen Stelle, sodass dieser Bau relativ einfach sein wird. Das heißt also, ich muss nur bei einem Wagen hier die Endfelder wegschneiden. Das wird bei ihm sein. Also, da folgt der Schnitt hier. Und bei dem zweiten Wagen, ich muss jetzt auf 4 Felder kommen, erfolgt der Schnitt hier. Und da muss ich noch das Fahrwerk anpassen. So ein paar Kleinigkeiten wie diese Teile entfernen, die dann doppelt vorhanden sind und dann sauber zusammenkleben. Und das will ich jetzt mal versuchsweise machen. Also beim ersten Modell wird es ein ungebremster Wagen werden. Ob ich mich dann einfach nochmal mit einem gebremsten beschäftige, werde ich sehen. Und an den Dreiachse habe ich auch gedacht. Aber fange ich erstmal an mit dem Schneiden. Nur Minuten später, mit der Prochsener kleinen Scheibe, habe ich die Wagenkästen gekürzt oder geschnitten. Und jetzt können diese Teile weg hier. Klar könnte man jetzt auch noch einen kleinen Wagen bauen, aber ich werde wahrscheinlich die Stirnwände oder die Türen bei irgendeiner Gelegenheit nochmal verwenden können. Und hier wäre jetzt der lange GML. Und hier sieht man schon, dass die Türlaufschiene muss hier noch weg. Die Anschläge müssen weg. Das sind alles Sachen, die ich entweder mit einem Stichel wegarbeite und in der Hoffnung, dass ich dabei nicht zu viele kleine Teile abbrechen. Und klar könnte man auch mit der Fräse hier diese Lüftungsgitter und Ladeöffnung wegmachen. Es gab allerdings auch beim Vorbild Wagen, die die doppelte Anzahl von Lüftungs- und Ladeöffnungen hatten. Da muss ich mal gucken, ob ich noch ein entsprechendes Bild finde. Naja, und jetzt fängt die Anpasserei an, also auf dem Bandschleifer jetzt bei einem, bei einer Seite muss ich ja jetzt die Strebe wegschleifen, also bis daran, und bei der anderen bis an die Strebe, sodass er eben sauber zusammengeklebt werden kann. Und ich hoffe, dass ich dabei nicht zu schief arbeite. Wenn das der Fall sein sollte, von diesen G-Wagen nach Musterblatt 2D8 habe ich eigentlich genug. Ich kann mir also eine Pleite leisten. Ich bin jetzt auf ein paar klitzekleine Schwierigkeiten gestoßen. Dass der Kunststoff sehr mürbe ist. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. So, jetzt habe ich bei dem Teil hier schon, was habe ich noch weggemacht? Also diese Schraubgeschichte hier, dann den Anschlag, der jetzt hier doppelt gewesen wäre, und auch hier oben den Rest der Türlaufschiene. Hier drüben muss ich noch machen. Und jetzt wäre es im Grunde genommen Zeit, das Ganze mal zusammenzuschrauben. Ach, was rede ich? Zusammenzukleben. Aber ich habe so meine Probleme. Auf der anderen Seite hier. Gucken. Ich habe nämlich die eine Türlaufschiene beschädigt und jetzt muss ich aus der Frontseite noch eine neue bergen. Also es ist ja erst ein Versuch. Der läuft bis jetzt noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Jetzt habe ich den Wagenkasten mal zusammengeklebt und auch schon ein bisschen mit Spachtel gearbeitet. Und an dem Rahmen habe ich mich auch schon vergangen. Inzwischen hat die Griffstangen abgebrochen. Die werden neu gemacht.
Und weil ich die beiden Achshalter bergen wollte, fehlt mir jetzt ein Stückchen im Rahmen selber. Das muss ich jetzt mit geeignetem Polystrol ausfüttern. Und so sieht dieser erste Versuchswarenkasten. So sieht das von der Seite aus. Der lange Achsstand irritiert ein wenig. Also ich langsam komme mit Zweifel, ob meine Interpretation der Bilder überhaupt korrekt waren. Ich werde es mal den GLR Dresden raussuchen, den Verbandswagen von Rocco, und werde bald vergleichen. So, da ist jetzt der Dresden. Und ja, also wenn ich mich jetzt an den Carstens richtig erinnern kann, da war ja von 6 Metern Achsstand die Rede. Und der ist kürzer als der Dresden. Also das kommt schon hin. Also habe ich mich wohl doch nicht so sehr geirrt, wie ich dachte. Okay, ich muss jetzt den Kunststoff erstmal abbinden lassen, dass er richtig hart ist. Und dann werde ich mal gucken, wie ich jetzt den Rahmen dort schließe. Ob ich das jetzt aus Polystrolstückchen zusammenfriemel oder ob ich irgendwo noch einen Pico-Wagen finde, der so schrottig ist, dass ich da ein Stück von dem Rahmen rausschneiden kann. Jetzt gibt es den Hinweis, dass man bei den Dächern eine Lage Zellstofftaschentuch nehmen kann, und das würde eine super Bedeckung aus Zeltbahn oder Tuch, was man damals verwendet hat, darstellen können. So, jetzt habe ich das erstmal angefertigt, so eine Lage. Da sollte man bei den Taschentüchern ein bisschen drauf gucken, dass man jetzt nicht eins mit total vielen Mustern und Ringelblumengeruch kriegt, sondern eins, was wirklich relativ schlicht ist. Und ich habe jetzt, um es die Lage erstmal so ein bisschen zu befestigen, habe ich Verdünnung aufs Dach gestrichen. Es wird ja dieses Polystrol vom Dach so ein bisschen angelöst und dann klebt die Zellstoffbahn soweit fest. So, hier gibt es noch ein paar Stellen, wo es noch nicht so gut ist. Da streiche ich dann nochmal nach, aber eben vorsichtig. Ich will ja die ganze Lage nicht zerstören. Ja, und anschließend nehme ich jetzt eine schwarze Farbe und werde, wenn es jetzt ein bisschen angezogen hat, also die Verdünnung verflogen ist, werde ich jetzt das ganze Dach dann schwarz machen. Und wenn das dann durchgetrocknet ist, dann mal nachstreichen. So. Das habe ich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht. Also die Dächer dann so dargestellt. Zum Beispiel bei meinem Güterschuppen der Papierfabrik in Janowitz. Und das ist jetzt hier ein mattschwarzer Teerlack. Und das kommt soweit schon hin. Ich werde es dann noch ein bisschen ausbleichen lassen. Also ich werde hinterher noch einen anderen Anstrich rüberbringen, so dass der Wagen jetzt nicht unbedingt mit dem schwarzen Dach rumfährt. Denn die waren ja teilweise mit Firnis behandelt. Also da gibt es dann beim Diener, ja, diesmal ist es tatsächlich der Diener, da gibt es ausreichend Vorschriften im Zitat und welche Anstriche dort für die Dächer verwendet worden sind. Also es gab ja da die unterschiedlichsten Varianten. Segeltuch, jetzt habe ich Segeltuch, wird da drauf gespannt. Und deshalb gibt es hier auch keine Nähte, weil Segeltuch ist bekanntlich ziemlich groß. Bei dem verlängerten Gehwagen habe ich jetzt noch die Türlaufschiene restauriert auf beiden Seiten und die Griffstangen ersetzt. Auf der einen Seite habe ich die Aufstiege und auch die Griffstangen hier oben entfernt. Nur die vier Rangierer habe ich gelassen. Und auf der anderen Seite habe ich die Aufstiege, machen wir mal so rum, die Aufstiege
dran gelassen, habe hier oben aber die Griffstangen ersetzt, neue Rangierergriffe und habe auch hier oben mal Schlussscheibenhalter, die ich aus Draht gebogen habe, angebaut. So, und jetzt wäre das ganze Teil eigentlich bereit zum Lackieren. Ich muss noch hier unten die Aufstiege für die Türen, also die Trittbretter, bauen. Und dann könnte der ganze Wagen schon mal lackiert werden. Der Wagen ist jetzt soweit fertig. Ich habe also hier die ganzen Anbauteile entfernt. Ich habe dafür die Griffstangen angebaut. Auf der anderen Seite sieht es ein bisschen besser aus, aber erst nochmal hier. Die Trittbretter sind jetzt dran. Die sind einfach aus Messing gebaut. Ich habe auch noch ein Stück der Bremsanlage weggeschliffen. Und die Seite sieht nur ein bisschen prächtiger aus. Ich habe mich da an dem Tricks Gehwagen orientiert mit den Aufstiegen. Denn unser Herr Nullmann braucht die ja, wenn er wirklich da oben hin will. Von hier unten kommt er nur schwer ran und schmeißt sich die Laterne ein paar Mal auf den Kopf. Während von hier oben kann er aufs Dach und von dem Tritt aus kann er ohne Schwierigkeiten die Schlussscheibe einstecken, also den Schlussscheibenhalter erreichen. So, jetzt wäre der Wagen eigentlich dran zum Lackieren und ich hätte gerne vorher noch gesandstrahlt. Bei der Lackierung möchte ich die Anschriftenspiegel erhalten, wie auch die Ladezeichen. Aber das wird im Moment nicht, weil es gerade keine Staubschutzmasken gibt, aus den bekannten Gründen. Also jetzt nicht wegen der Corona-Seuche, sondern eher, weil... Ach, lassen wir das, bevor so ein Abmahnanwalt noch über dieses Video stolpert. Der verlängerte 2D8 ist jetzt lackiert worden. Und wie man sieht, habe ich tatsächlich geschafft, die Beschriftung in den Feldern zu erhalten. Und habe also nur die Seitenwände und Stirnwände soweit mit der Airbrush behandelt. Also es klappt mit der alten Karga 2002 immer noch ganz prima. Ich habe dann auch gleich schon bei der Gelegenheit die Laufschienen gealtert, habe die Griffstangen angemalt und auch die Bremsecken rangemacht. So, jetzt muss ich noch ein bisschen Nacharbeiten hier machen am Dach. Man sieht da, dass hier vorne noch ein bisschen Teer fehlt, dass es noch ein bisschen grau ist, ne, und dann noch die Beschriftung ankleben. Aber das ist erst sinnvoll, wenn die Farbe tatsächlich durchgetrocknet ist. Der verlängerte 2D8 ist fast fertig. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Laufspuren vom Regenwasser angebracht, also ein bisschen Verschmutzung. Sonst ist der Wagen aber eben lackiert und beschriftet. Er ist jetzt ein GL Stettin. Die gab es als Dresden, aber wenn sie langsam Läufer waren, dann sind sie als Stettin laut Carstens beschriftet worden. Deswegen richtig verstanden habe. So, wie gesagt, ein paar Spuren dran. Und ich habe auch schon die Bügel für die norwegische Drahtbügelkupplung dran. Jetzt muss ich nur noch ein Klotzchen aufkleben und den Haken biegen. Und dann ist der Wagen fertig. Eingesetzt werden kann er schon, sofern seine Nachbarn eben Haken auf seiner Seite haben. Ja, damit wäre der Wagen dann soweit fertig. Und ich denke mal, er ist als erster Versuch recht gut gelungen. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Schmaddereien auf den Laufwerken und dann werde ich ihn in den Betrieb übergeben. Es ist vollbracht. Der verlängerte 2D8 ist fertig. Ich habe jetzt also noch ein bisschen Farbkleckserei am Laufwerk angebracht. Die Räder musste ich noch braun machen, das mache ich aber dann in der Massenproduktion. Und die Drahtbügelkupplung ist dran. So wie ich sie mir vorstelle. Ist relativ einfach. Also der Teil besteht, wie auch der Bügel, aus einer Gitarrenseite von 0,4 mm etwa. Das sind also 1600 Zoll. Und vorne habe ich dann noch 1000 Zoll. Das sind 0,25 ungefähr angelötet als Auflaufblech. Also so soll es dann sein. Und ja, funktioniert. Man sollte nicht anfangen, bevor man fertig mit dem Kleben ist. Also,
Wie das genau gebaut wird, das werde ich nochmal zeigen. Also ist relativ einfach, preiswert und für meine Begriffe eine der zuverlässigsten und unauffälligsten Kupplungen, die es überhaupt gibt. Selbst die Feinkupplung kommt da nicht ganz ran, weil da inzwischen der breite Bügel im Fremo gefordert wird und deshalb verzichte ich drauf, eigene Güterwagen mitzubringen. Also er ist fertig und das stelle ich ihn nochmal unter besseren Lichtverhältnissen auf die Anlage und sage ein paar letzte Worte. So steht er dann also auf der Anlage. Der glänzt noch ein bisschen, das muss ich also noch abstumpfen jetzt so im Licht, aber unter Tageslicht und normalen Verhältnissen sieht er ganz normal aus. So, und jetzt schiebe ich mal noch den Ausgangswagen mit ins Bild. Wir sehen also links der normale 2D8, rechts der verlängerte. Und ich bin eigentlich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ob ich da jetzt noch sehr viele weitere Wagen baue, weiß ich nicht. Das wird die Zeit zeigen, auch ob ich noch einige brauche von diesen. Das ist ja nun in dem Sinne kein Hohlglaswagen, sondern nur jemand mit vergrößerter Ladefläche. Gut, das war's dann. Bis dahin.